Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Und wir sind wieder mit der altbekannten Slay Massive Crew und dem Sarazar am Start. Und momentan, wie ihr seht, sind sehr viele Geister um mich rum hier. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir euch nicht irgendwie wieder zurückholen können. So, ja, wir sind gestorben. Wir sind alle nach und nach draufgegangen. So, wir probieren jetzt hier. Wer will zuerst wiederbelebt werden? Der kommt jetzt vor mich. Okay. Ja, ich sehe, sobald ich das drin habe. Das ist der E-Rich. Mach, belebt den mal wieder. Wo ist der Irich? Hier. Hier, direkt der mit den kleinen roten Pausbäckchen. Also, wir sind draufgegangen in der letzten Folge, falls ihr die nicht gesehen habt. Aber es ist nicht aller Tage Abend. Wir werden jetzt nach und nach wieder. Ich leg dir mal auch welche raus, dann kannst du auch welche machen. Ja. Weil und unsere Sachen sind nicht verloren. Ja. Solange genügend Leute hier sind. Hier ist ein schöner Luftballon. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Benni, so, das war natürlich auch unser Oberfail der letzten Folge, dass wir da ohne Fackel losgezogen sind. Ich meine, von den Spinnen, dass ich da gekillt worden bin, das war okay. Das hätte jedem passieren können, aber ich bin halt auch sehr schwach losgezogen. Wir brauchen unbedingt ein Bett. Da muss da ich nicht mehr schlafen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, quasi. Ja, ja, ich auch nicht. Und ich war zu in Euphorie, dem Irich da zu helfen irgendwie. Ja, vor allem wegen seinem Ei ist. Und es ist sowieso gestorben. Und es wäre auch sowieso gestorben. Nein, wäre es nicht. Nein. Das stirbt erst ab der Nacht. Und das war ja wohl, also ich dachte, das wäre damit impliziert, ja, dass ich die ganze Zeit so... Oh, ich glaube, ich bin gerade disconnected worden. Es ist gleich Nacht. Oh, oh, Jungs, ich glaube, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Oh, disconnected. Du kannst mich schon wieder joinen. Ja, dann join ich dir mal hinterher. Zeigt, seht ihr auch mal das tolle Menü mit der lustigen Musik. La 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 la. La, la, die Jungs, ich werde hier krass gerade von so einem Piccolo verfolgt und ich werde nicht los. Boah, ja, wir haben so ein Top-Secret-Passwort, Leute. So secret. So secret wie Spinnen-Secret. Ah, Gott, der noch weiter. Kann mir irgendwer helfen, den Beefalo zu killen? Oder ist es unmöglich? Renn einfach weiter weg. Nee, ja, renn weg. Ich renn schon so lang weg. Ja, renn mal auf dem Weg irgendwo. Ja, auf dem Weg, ist gar kein Problem. Hey, mach mal hin, ich will wiederbelebt werden. Ach so, ja, ich könnte. Hier liegt doch noch alles rum. Ihr müsst ja, dann mach doch mal hier. Ich bin noch bei dir. Ja, ich komme. Ganz ruhig. Ich bin noch bei dir. Ich bin noch bei dir. Tommy, jetzt geh weg mit dem Beefalo, verdammt. Ja, mach ich gerade. Ich laufe gerade zum Weg. Da. Uhuhu. Wo bist du? Wo bist du? Da. Holt mich zurück. Auf dem Zelt. Ey. Ja, Mann! Das ist das Beste! Okay, jetzt hol ich mir schnell meine Sachen zurück. Ich auch. Nein, du kriegst aber nicht meine. Wie, du holst mir meine Sachen. Nee, ich hab meine eigenen noch hier oben. Ja, klar, das sagen sie alle und dann klauen sie mir das. Sagen sie immer und dann klauen sie mir alles, was es gibt. Sind die Sachen überhaupt noch da? Ich hab mir doch hier irgendwo gestorben. Ich hab's mir doch extra noch gemerkt. Da. Nein! Ja, Mann. Geil. Zack, zack, alles rein. Ja, wow. Der Looter King. Ich bin der Looter King, weil ich der Looter bin. So, da liegt ein schönes Skelett. Das ist übrigens mein Überrest. Vom letzten Mal. Von letzter Woche. Ey, Tag 6, Leute. Wir überleben Tag 6. Yeah. Also überleben nicht. Also gestorben sind wir ja schon, aber es geht ja darum, als Gruppe zu überleben. Wenn nämlich alle sterben, sind wir gewiped, wie man gesehen hat. Und dann ist es vorbei. Dann ist vorbei erstmal hier. Sollten wir vermeiden. Genau, ist ein bisschen wie DayZ Survivor. Hat ja auch nicht so gut funktioniert. Ne? Irgendwer Holz. Ich das jetzt lieber nicht an. Ich sammle gerade wieder ein bisschen Scheiße einfach mal, die sehr wichtig ist, als Dünger fungiert. Gibt nämlich kein Feuer im Lager und nirgends mehr Holz. Hi. In deine Klamotte, sehr tricky. Gott, was bringt dir dein Hut da, den du anhast? Wir sollten schnell was fällen. Angeblich macht er was gegen die Gehirnschwankungen da. Ja? Hast du einen schicken Hut, ey? Hast du einen Strohhut? Ja, genau, den habe ich vom Flo bekommen. Ihr müsst dringend Holz fällen irgendwo in der Nähe. Nein! Dann sind wir gleich am Arsch. Ich habe aus Versehen das Vieh angegriffen beinahe. Alles hat es nicht abgeschickt. Ui. Für die Nacht reicht das noch, Dicke. Haben wir noch Spinnenseide? Cool. Ja, da wurde eine, glaube ich. Fünf ja, Stück, wir haben noch genug. Ach, kann man nur den Grass-Suit oder den Backpack tragen? Ja, genau. Oh, das ist ja schade. Nicht so cool, ne? Nee, ich dachte, man hätte nur eine coole Rüstung. Auch. So, Leute. Jetzt aufpassen, nicht direkt draufklicken, bitte. Boah! Da schlafe ich jetzt. Nee, wir dürfen nicht direkt draufklicken. Ah, das ist Schlaftrend. Nee, ja, genau, aber das ist gut, wenn man quasi direkt. Man braucht einen vollen Magen und man muss dann direkt reingehen, sobald der Nachmittag anfängt. Und dann kann man sich einmal komplett auffüllen, was Gehirn und Leben angeht. Echt? Boah, geil. Lass noch einen Tent bauen. Was brauchen wir dafür?
Spinnseide. Ganz ja. Und? Holz? Und? Ne, Spinnseide, Seile und... Moment. Wo gibt's das denn? In welchem Menü ist das denn? Und Stöcke einfach nur. Bei Structures? Bei Survival. Ja, gucken wir uns auch mal gerade an. Aber das, ja genau, das siehst du nur an dieser Maschine. Ey, das muss ich noch. Ihr nervt ja mega. Ja, das Prototyp bauen. Ihr Rich, was ist denn ein Moskito, Zack? Kann das mal einer rasieren? Komm, wir rasieren mal das Beefalo, wenn es hier schon so rumliegt. Irich, weißt du das? Na gut. Was? Was ein Moskito-Sack okay. ist? Ja, von einem Moskito halt so ein Sack einfach, ja. Oh, das gibt's immer. Oh, da kommt eine Hand. Achtung! Hat doch einer von euch auch. Wie eine Hand? Ja, da kommen so schwarze Hände auf dem Boden, so Schatten. Oh, und Gott. Wenn die das Feuer erreichen, dann knipsen da die kommt das eine Hand, hier kommt eine Hand! Oh mein Gott, die Hand des Todes. Guck mal jetzt abgehauen. Guck mal jetzt auf das Beefalo, bitte. Okay, wir oh schlagen alle okay, gemeinsam rasier's. Drauf. Achtung, nein. Eins. Ich rasiere es vorher noch. Okay, und jetzt hauen wir alle drauf. Ah, Knacke! Okay. Das schlägt natürlich auf mich. Alter, ich bin gleich schon wieder tot. Alter, wie viel das hält der aus? Boah. Mega nice. Wie wir es geschnetzelt haben. Ja. Was ist denn eine Pitchfork? So eine Gartenkralle. Mistgabel. Ah, okay. Ja, Mistgabel, genau. Ja, genau. Okay, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Damit kann man so Boden ausstechen. So können. Oh Gott, ich brauche dringend was zu essen. Oh, ich hier auch. Ist was auf dem. Auf dem Dings. Im ja, Pott. Man vergisst das auch recht flott, ne? Ja, total. Okay, ich muss natürlich mit unserem Charakter wieder ein bisschen auf Blumensuche gehen, leider. Hier, ich habe noch Fleisch, Benny. Sehr gut. Das und Monsterfleisch. Ach nee, das behalte ich mal. Oh, schon wieder jede Menge Spinnen. Die können doch nicht einfach mal die Schnauze halten. Sollen wir die mal wegmähen gerade, dann kriegen wir auch Spinnenseide. Ja, wir mal zum Lager. Echt mal Spinnenseide. Und ja. Wie gesagt, diese blöden... Zahn sie ab. Ah, da hinten sind sie. Die blöden Zahnräder, aber die können wir jetzt... Müssen wir nochmal verschieben mit den Zahnrädern. Hat jemand Samen? Ja, lass da vorher mal schlafen. Am besten am Nachmittag, ja, wie genau. Gesagt. Einmal schlafen, dann... Und bauen komm, wir machen die Platte hier. Dann bauen wir uns eine Rüstung und dann können wir loslegen. Ja, okay. Wie viel Leben hast du? Nicht so viel wahrscheinlich auch, ne? Nee, 27. Oh Gott, schaffen wir das? Ja, eine gute Idee. Wir bräuchten Fallen, dann geht's voll einfach. Wir brauchen nur Gras. Warte, dann lass uns doch ein bisschen Fallen bauen. Warte mal. Ja. Gras und Stöcke. Wo waren die Fallen nochmal? Oh, hier liegt auch noch eine Falle. Cool. Wo waren die nochmal? Bei Survival Tab auch. Da müssen die doch ganz oben sein. Ja, was fehlt mir denn dafür? Mach ein bisschen Gras. Zwei Stück noch. Okay, ich sammle Gras. Hier ist ganz viel Gras. Ich habe hier 39. Ach so. Der Basis. Ja, perfekt. Hier. Ja, ich habe auch schon drei Fallen auf jetzt. Auf dem Boden. Sehr gut. So viel brauche ich gar nicht. Die kann ich wahrscheinlich gar nicht bauen, aber ich probiere es mal. Wir bauen mal ein paar Fallen. Tada. So, die setzen wir mal hier vorne hin, ne? Soll ich die direkt vor Spinnenlager setzen? Ja, genau. Die setzen wir hier einfach vor das Spinnenlager direkt. Oh, so. Geil, Alter. Jetzt und dann hier kannst du sie direkt reinlocken einfach. Komm, zack. Aua, ich habe einen abbekommen. So. Scheiße. Wow. Die eine hat, können wir so töten. Geil. Hat geklappt. Perfekt. Wir haben zwei da drin. Dann kommen noch mehr. Hier, die kann man wieder hinstellen, die Trap, ne? Ja, genau. Oh nein, ich bin tot. Wie kann deppig. Man so oft benutzen einfach. Oh, wie doof war das denn bitte? Naja. Aber nicht so, ja, wir haben noch Drüsen. Ja, ist easy. Wir haben noch. Tommy, ja, hast du die eigentlich noch alle im Inventar? Nee, ich hab die in die Truhen wieder gepackt. Hä, das waren noch aber 17 Stück oder so. Ja, dann müssen doch noch 16 sein. In der Truhe sind 16 hier, in der rechten. Ah, okay, gerade waren es nämlich nur zwei. Dann hatte die noch jemand anders. Quasi, da sind zu viele. Wenn du wenig Leben hast. Ja, aber das geht ich schon. Ich muss gleich auf jeden Fall mal pennen, ich hab nur noch 34 Leben. Lass mich einfach nicht treffen von denen. Ja, wir müssen alle mal pennen, das war eben das Problem auch. Ja, deswegen wollen wir hier Spinnseide holen, damit mehrere deswegen, genau, deswegen spenden. Bin ich gestorben. Zum Schlafen. Oh, das war auch wieder übermütig. Wollte da noch die Trap schnell setzen und dann zack. Benni, haben sie ich hab hier auch noch ein Fleisch. Ich leg das mal hin für dich, ja. Ja, sehr gut, danke. Und noch ein gebratenes her, du Fleisch. Sau. Mach sie fertig, die Schlampe. So. Nein, die ist nicht in das... Nein, die ist nicht... Ja, das ist nicht... Boah, jetzt, die ist gefährlich. Jetzt. Nein! Jetzt, wow. Das laggt immer so ein bisschen nach. Das sieht ein bisschen komisch aus immer.
So, mach das fertig. Jawoll. Jetzt kommt keiner mehr raus. Verteidige und. Nein! Wow, hau ab! Ja, ja. Hier stehen weg, zum Glück noch die Fallen. Nice. Oh, die sind drin. Mega nice, Alter. Mega nice. Schnell wieder aufbauen. Wer weiß, was da noch rauskommt. Ja. Machst den Fehler, den ich gemacht habe. Ich hoffe, jetzt. Die Übermüdigkeit. Ja, weißt du. Ah, wie der E-Rich hier. Shaved dir als Geist. Ach, guck mal. Oh, geil. Boah! Ey, das war ich. Ich bin als Geist da reingeflogen und ich hab eine Spinnenkönigin. Oh Gott! Oh nein! Ich hab die Spinnenkönigin rausgekommen. Ich hätte nur noch einen Schlag gebraucht, einfach oder so. Eine Spinnenkönigin. Alter. Ey, das ist gar nicht cool. Oh Mann, das tut mir leid, ich wusste das nicht. Oh Gott, die kommt jetzt vor allem zu unserem Lager auch und so. Wir müssen die töten irgendwie. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Könnt ihr mich mal wiederbeleben eben? Wie, wir haben alles, was bin wir brauchen? Ich bin hier im Lager. Ja, ich lebe nicht mehr. Wie? Ja, schon lange, die ganze Zeit nicht mehr. Ich bin jetzt ein Geist. Brauchen wir Stroh? Jemand muss mal wiederbeleben. Ich hab Stroh. Das liegt einfach bei mir vor der Leiche, das Stroh. Hier, komm mal mit mir. Komm mal zu meinem Geist. Aber nicht zu nah ran. Komm mal hier drüber. Boah, hat jemand noch Essen? Da liegt welches. Nur dieses Ratatouille, das ist alles. Ja, wir haben kein Fleisch mehr. Ich hab also noch neun. Wir müssen mal Spinnen töten. Ach so, hier. Ihr müsst mich schon wiederbeleben, wenn ihr das wollt. Ich bin hier die ganze Zeit in Geistform. Ich kann nicht, ich hab kein Stroh. Ja, hier liegt ja welches, deswegen sollst du ja rüberkommen. Ich hab keine Leiche. An meiner Leiche. Leider. Wir müssen, nur einer muss die Spinnenkönigin wegbringen. Ja, dann gib mir das Stroh. Ich geb hin. Gib mir Stroh. Oh Gott, ey, die Spinnenkönigin, das ist so krank. Alter, das war aber richtig lustig, wie ich die gerade hier... Oh, die greift an, glaube ich. Alter, das tut mir leid, dass die Spinnenkönigin da drauf beschwören. Guck mal, da hinten liegen meine Sachen. Die musst du einfach schnappen, dann nimmst du dir das Stroh einfach. Das waren nur drei. Nimm dir das Stroh. Ne, da liegen 39 oder so. Oh nee. Gott. Die nicht alles mitnehmen einfach, Leute. Ich wollte mir das so wiederholen. Die Riesenspinne kommt ins Lager. Ja, die kommt jetzt auf unser Lager. Ja, müsst ihr nicht zum Lager locken, ihr Vögel. Ja, das war nicht so schlau. Wenn ihr zurück zum Lager einfach rennt, kommt ihr natürlich. Ey, Benni, wieso kochst du nicht? Ja, oh, hallo, ich werde hier angegriffen. Der Benni probiert auch gerade an. Nein. Ey, jetzt kämpf nicht gegen die, lock die einfach nur weg. Wir brauchen Schweine, die uns helfen, die zu töten. Es tut mir so leid. Ey, oh Mann. Ja, weil soll ich denn wissen, dass wenn ich als Geist in dieses Spinnennetz fliege, das muss mir einer sagen. Nein, das ist... Oder? Da passiert irgendwas Zufälliges immer. Ach so. Wie krass, Alter. Und ich hab die Spinnenkönigin heraufbeschworen. Die haben den Chester getötet. Ja, sorry, ich bin halt ein Noob. Boah, Alter. Und jetzt noch ein Baumann. Da kommt ein Baumann. Der Baumann ist auch noch mit am Start. Das ist so hart gefickt einfach nur. Oh Gott. Ja, wie konnte das denn sein? Oh Mann. Hier ist kein Stroh, Mann. Doch, da liegt doch was bei mir an der Dings. Nee, Mann. Hier, ich hab doch auch noch Stroh. Dann hat das jemand aufgehoben. Dann hat es jemand anders aufgehoben. Ich hatte 39 Stroh vom Tom. Hier liegt auch Stroh auf dem Boden. Zwei. Ich bin tot. Ich kann hier nichts machen im Lager. Ich kann hier nichts machen. Warum? Der Spinnenkrieger. Hier ist alles voll mit Spinnen. Aber guck mal, das Zeug, was hier von mir liegt. Hau jetzt drauf. Ja, Benni, ja. Nein. Oh Gott. Nein. Aber ich hab nur noch eine Faust gerade. Ja. Oh mein Gott. So. Ich rasier mal ein Beefalo wieder. Oh mein Gott. So, jetzt kann ich das bauen, okay. Jawohl. Oh Gott. Wo ist der Saratza? Da. Hier, ich kann nicht hier. Ich geh dann zurück selber. Boah, die Monster. Ich bin nämlich verrückt. Ich bin verrückt, fucking verrückt, Mann. Geh schlafen. Hast du genug Essen drin? Ey, ich muss schnell da rein. Nee, okay, renn! Ich bin gleich es tot! Es wird Tag. Renn! Kannst du eh nicht mehr schlafen. Jetzt kannst du nicht mehr schlafen. Nein, der Benni ist tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann dich nicht wiederbeleben, ich hab zu wenig Heilung. Ich baue erstmal meine Sachen überhaupt wieder, bevor ich hier irgendwas reiße. Ist hier ausrastet. Totale Eskalation. Nein. Mitten im Lager auch. Ja. Wo sind denn die? Wo kann ist nicht das sein. Sekret? Schnell mein Rucksack. Und hier hängt noch diese Riesenspinne. Nee, das liegt auf dem Boden. Ich komm gleich. Auf dem Boden mitten im Lager. Oh Gott, da muss man wieder alles von dir einsammeln, bis man es irgendwo hat. Nein! Wow! Alter. Solange du mir mein Fleisch wieder gibst. Oh Gott, mein Zylinder ist weg. Hat irgendwer mein Zylinder genommen?
Hier brauche ich es dringend. Ich hab's. Nee, Scheiße, ich hab den nicht. So ein Herz, wer will. Ich weiß, wo der liegt, weil er wo ist. Ich nehm's gerne. Du hast den doch mitgenommen, bestimmt, Flori. Ja, du bist doch immer meine Leiche. Das war nicht so clever. Wo bist du? Ja, bist du hier? Ich kann nämlich auch gleich wieder eins craften. Ja, hier bin ich direkt da, wo Spinnen ich gestorben bin. Ja, dann komm mal mit mir mit. Warte eine Sekunde. Wo ist eigentlich die Spinnenkönigin? Wo ist die? Die kommt gerade wieder ins Lager. Wirklich? So, ich habe alles aufgehoben. Oh mein Gott. Ja, komm hier mit dem Geist mit, Walle. Nach rechts. Okay. Oh. Soll ich die umhauen hier? Nee, kann ich noch gar nicht, ne? Hast du noch das Sekret, Tommy? Da kommen Schweinemenschen. Wer ist raus? Guck mal, hier liegt das der Problem Zylinder. Das Problem ist, braucht den dringend. Sonst geh ich gleich drauf. Tommy, du wirst auch gleich selber verrückt. Oh Gott, da ist die Spinne. Du musst einmal weggehen. Ich brauche nur einen Hut. Aber Vorsicht, ne? Hier links. Ihr liegt noch einen Hut. Hier links. Ich hol dir einen. Hab schon. Vorsicht, nicht hier hin, Walle. Hier ist die Spinne. Oh, immer noch. Ich brauche immer noch was für meinen Kopf. Ich habe einen Strohhut hoch aufgenommen. Ich bringe ihn dir. Hier liegt auch ein Strohhut, Benny, hier oben. Ja, ich habe den. Benny, hier. Wo bist du? Hier. Strohhut. Hier. Hier liegt er. Man kommt einfach immer noch runter. Es geht immer noch runter. Die Blumendinger ist viel besser. Gott, es geht voll krass runter. Bei mir geht's aber auch runter, obwohl wir einen Tag haben. Wir müssen uns schnell wiederbeleben. Gut, Jungs, erklärt mir ganz kurz. In der nächsten Folge machen wir das. Es tut mir echt leid. So, der Domi lebt schon mal wieder. Ja. Der Flo. War eine lustige Nummer. Aber wir kriegen es hin. Wir haben es noch umgebogen bekommen. Aber da vorne ist die Spinnenkönigin. So langsam. Oh Gott, die kommt. Und ich werde verrückt. Was brauchen wir, Freunde? Was brauchen wir? Stroh und ich brauche meine Karotten wieder und das Fleisch, um zu kochen. Alles brennt auf einmal. Ja, was? Nein, jemand hat's gehauntet. Ja, jemand hat wieder gehauntet. Was ist passiert? Hast du was heißt haunted? Und du hast die Spinnenkönigin vielleicht getötet. Nee, ja, ich Mann, nicht. Ich hab sie fast getötet. Wer hat denn da den Geist jetzt aktiviert? Was? Der Baumann. Nee, das war der Flo. Oh Gott. Oh nein, Leute, ist doch eine Katastrophe und alles, weil ich diese blöde Spinne. Ich wusste es nicht. Ja, oh Gott. Ich bin schon wieder tot. Direkt wieder getötet worden. Ey, das gibt's doch nicht. Zwei Spinnen. Oh mein Gott. Ich würde euch gerne helfen. Sagt mir, was ich tun soll. Um euch wieder zu beleben. Ich habe nur noch 10. Ich habe nicht genug Gehirn. Da ist echt der Baumann. Da kommt echt der Baumann gerade ins Lager rein. Oh mein Gott, Leute. Sagt auch mal Hallo. Okay, pass auf. Berries, ich will was kochen. Kochst du was? Keine Ahnung, ja, ich koch was hier. Koch was. Du musst irgendwas essen. Einmal Fleisch, dreimal Berries. Ey, Tommy, hör jetzt auf, hier überall rumzuhornten, Mann. Ey, ja, das bringt's echt nicht. Das haben wir doch gesehen. Ja, ihr zündet nur alles an. Ja, ich mach das nicht mehr. Die Spinnen. Um den Baumann könnte ich mich kümmern, aber das geht nicht mit den Spinnen noch nebenbei. Okay, ich glaube, die Spinnenkönigin läuft weg gerade. Okay, heute eine längere Folge. Ihr seht, das ist das Chaos pur. Okay. Macht aber auch ich helfe dir mal hier gerade gegen die Spinnen. Alter, diese Spinne habe ich auch noch nie gesehen. Ja, das ist schon crazy, ey. Ich hab sie beschworen. Du lockst alle an. Nein, ich bin schon wieder down. Das gibt's doch nicht, verdammte Axt. Ich dachte, ich kriege ihn. Oh Mann. Nein, ich dachte, ich hau dieses eine Spinnenvieh noch schnell um. Scheiße, das Schwein ist auch down gegangen. Oh nein. Der Baumann kommt wieder. Oh nein, das ist echt. Kann nicht sein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Teleporter-Folge. Aus Creativerse. Erinnert mich so echt ein bisschen dran. Ja, ich meine, eigentlich lief's total gut, bis diese Riesenmonsterspinne Lager eingegangen war. Bis der Sarazar mal geguckt hat, hoch, was kann ich denn da anklicken? Ich kann ja da vorhin das Ding reinfliegen, ohne Monsterspinne. Ja, vor allem, das war wirklich, wirklich ein Schlag, bevor ich dieses Ding erledigt hätte, so. Auf einmal kommt so eine Monsterspinne da raus. Aber war auch geil, komm. Ja, es war saugeil. War fürs Spiel einfach lustig. Holy shit, ey. Ist ja jetzt nicht so tragisch, das gehört halt zum Spiel dazu, aber es tut mir natürlich leid für die jetzt hier erwarten, dass hier wieder wir was aufgebaut hätten. Und wir waren ja so kurz davor, es echt zu schaffen und dann ich wusste es halt auch nicht mit der Spinne. Ja, aber wie crazy das hier echt aussieht. So eine Spinnenkönigin, dann so ein Baummann und so ein rasiertes Beefalo mitten im Lager. Jetzt stellt sich natürlich uns auch die Frage, schaffen wir das noch oder werden wir... Das schaffen wir noch, wir geben jetzt nicht auf. Okay, wir geben nicht auf. Ich kann einen wiederbeleben. Ich kann nicht schlafen gehen, weil es hier zu gefährlich ist. Was ein Scheiß. Oh mein Gott. Okay, ich mach jetzt den Baumann. Wo bist du, Benny? Ich komme jetzt zurück ins Lager. Ich musste mal ein paar Blumen pflücken. Baumann, komm her. Jetzt wäre ich durchgedreht. Ey, der ignoriert mich einfach, der Baumann. Ja. Nee, jetzt kommt er. Ey, was passiert denn, wenn ich in den Baumann reingehe? So, wer will wiederbelebt werden? Ach stimmt, ich glaube, ich kann mit dem... Sind ja alle tot. Alter! Ich kann mit dem Charakter gar nicht schlafen, glaube ich. Ach, oder doch.
Will irgendwie den Baumbart verzaubern. Bitte nicht hauen, bitte nicht. Da. Ja gut, du hast recht. Du steckst da gleich alles an. Wer will? Sarazar, willst du? Ja, gerne. Ich sag nicht nein. Oh. Ich bin verrückt. Nein! Ich bin verrückt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, das geht aber auch direkt wieder ab. Danke, Benny. Sehr freundlich. Ich bin verrückt. Sorry, dass ich da so verkacke hier die ganze Zeit, aber... Es liegen da 1000 Spinnen an meinen Sachen. Die klauen meine Sachen, die Vögel. Ich kann schlafen, ich fass es nicht. Wie geil. Ich will auch schlafen. Ich muss schlafen. Ja, ich muss auch schlafen. Komm vor der Nacht wieder raus, sonst bin ich tot. Jeder muss schlafen. Wirklich? Ja, ich bin total verrückt. Sarazar, renn weg vor der Spinne. Renn weg. Ja, jetzt muss ich... Ich hab dazugelernt, Freunde. Probier so ein Limbo zu machen, ein bisschen, weißt du? Wenn ich jetzt mir ein bisschen Herz hole, dann kann ich ja wieder Herzen bauen. Ah, sie ist in der Falle, geil. Ich hab sie gekriegt. Nice. So. Alter, was läuft denn hier rum? Hier läuft noch ein neues Monster rum. Der Baumann. Nee, ein ausrastendes Schwein. Oh, schon wieder ich bin raus. Ich bin raus. Ein ausrastendes Schwein. Ja, aber hier, ja, hier ein Riesen. Oh nein, wir haben Vollmond. Dann werden die Schweine alle zu... Die Wehrschweine? Zu Wehrschweinen, doch. Die Wehrschweine kommen jetzt. Was geht denn jetzt ab? Oh nein, Leute. Da, was ist das für eine Folge? Alter, wie sieht denn das aus? Auf einmal kommen alle Naturgewalten. So ey, wisst ihr, wann wir uns das anschauen? Das machen wir in der nächsten Episode, Freunde. Und jetzt wird's wieder nach... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie das aussieht, Alter. Oh mein Gott, da Wehrschweine überall. In der nächsten Folge geht's weiter bei Let's Play Don't Starve. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Oh.